Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Servus und willkommen bei der WRV. Wir machen hier das erste Video zur Weimarer Verfassung. Genauer gesagt, wie entsteht die? Stichwort verfassungsgebende Nationalversammlung. Abfahrt. Ihr stoßt im Unterricht vielleicht auf verschiedene Begriffe. Weimarer Verfassung ist gleich Weimarer Reichsverfassung ist gleich WRV ist gleich die Verfassung des Deutschen Reiches. Meint also alles dasselbe. Und zwar die erste demokratische Verfassung des Deutschen Reiches, die auch wirklich angewendet wird. Wie entsteht die Weimarer Verfassung? Am 19. Januar 1919 finden die Wahlen für eine verfassungsgebende Nationalversammlung statt. Sprich, man wählt die Nationalversammlung und die soll dann die Verfassung ausarbeiten. Das war ein Ergebnis der Novemberrevolution und wurde auf dem Reichsrätekongress so entschieden. Die Wahlen sind allgemein und gleich. Erstmals dürfen auch Frauen wählen. Verteilt werden die Sitze nach dem Verhältniswahlrecht. Dabei kassieren die radikalen Linken erstmal Nackenschläge. Die USPD kommt nur auf 7,6%. Die KPD hatte die Wahl von vornherein boykottiert. Die MSPD ist die stärkste Fraktion mit 37,9%. Die bildet eine Koalition mit dem Zentrum und der Deutschen Demokratischen Partei, DDP. Das wird Weimarer Koalition genannt. Die Nationalversammlung tritt in Weimar zusammen, weil Berlin zu gefährlich ist. Durch die Unruhen ist in Berlin die Unabhängigkeit und die Sicherheit der Abgeordneten nicht am Start. Außerdem ist Weimar militärisch gesehen recht gut zu verteidigen. Deswegen wird der ganze Laden von 1919 bis 1933 auch Weimarer Republik genannt, eben weil die Verfassung in Weimar verabschiedet wird. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Jetzt muss sich die Nationalversammlung erstmal um folgende Sachen kümmern. Eine provisorische Regierung einsetzen, also eine gescheite Übergangsregierung. Eine Verfassung ausarbeiten und mit den Siegermächten über einen Friedensvertrag verhandeln. Erstmal zu der Sache mit der Übergangsregierung. Am 10.02.1919 wird das Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt erlassen. Auf Grundlage von dem Ding wird am 11.02.1919 der bisherige Regierungschef Friedrich Ebert von der MSPD zum vorläufigen Reichspräsidenten gewählt. Philipp Scheidemann wird zum Reichskanzler ernannt. Die Nationalversammlung agiert erstmal als Parlament. Jetzt zum Thema Verfassung ausarbeiten. Der Verfassungsentwurf stammt von einem Dude namens Hugo Preuß. Deswegen wird er auch Vater der Weimarer Verfassung genannt. Auch wenn es noch krasse Änderungen an seinem Entwurf gibt. Zum Beispiel soll nach seinem Entwurf der Großstaat Preußen in mehrere Länder aufgeteilt werden, sodass Preußen nicht mehr so eine Vormachtstellung hat. Das wird aber verworfen, weil sogar die MSPD das große Preußen feiert, weil sie da gute Wahlergebnisse einfahren. Weil fast alle politischen Strukturen aus der Kaiserzeit wegfallen oder bedeutungslos werden, gibt es Beef zwischen den monarchiefeiernden Parteien und den republikfeiernden Parteien. Trotzdem kommt die Nationalversammlung zu einem Ergebnis. Die Weimarer Verfassung wird am 31. Juli 1919 in Weimar in ihrer endgültigen Form beschlossen. Am 11. August 1919 wird sie vom Reichspräsidenten Friedrich Ebert unterzeichnet. Am 14. August 1919 wird sie verkündet und tritt in Kraft. Das heißt, die Verfassung ist am Stissel. Am 6.6.1920 können dann die ersten Reichstagswahlen entsprechend der richtigen Weimarer Verfassung stattfinden. Was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? Es gibt eine Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung. Als Ergebnis der Wahl bildet sich die Weimarer Koalition mit MSPD, DDP und Zentrum. Erstmal gibt es eine Übergangsregierung mit Friedrich Ebert als Reichspräsident und Philipp Scheidemann als Reichskanzler. Am 14.08.1919 wird die fertige Weimarer Verfassung verkündet und tritt in Kraft. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de oder ladet euch unsere App runter. Bis gleich!